gleich sein. Mit einem Zylinder auf dem Hut. Krass. Ich schätze Ihre Pünktlichkeit. Ich schätze Ihre Pünktlichkeit. Morgen. Mal angenommen, ich arbeite bei Samsoft. Könnte ich dann ein Katzenspiel machen? Oh, wer war das? Die Stimme kannte ich. Wer war das? Die Stimme kannte ich. Die kam mir sehr bekannt. Kalle war das, oder? Das müsste Kalle gewesen sein. Yo! Ich wollte gerade sagen, die Stimme kenne ich. Nice! Scheiß Schlaglöcher. Ich muss noch ein paar isotonische Getränke besorgen, bevor ich losgehe. Mega, ey. Cool. Boah, Junge, das ganze Ding vibriert hier, ey. Richtig nice, ey. Geht er auch schneller? Wie viele Schlaglöcher sind hier eigentlich? Abnormal. Oh, ich habe die Scheinwäsche ausgemacht. Schneller geht nicht? Gottes Willen, was ist das für ein Bus? Ja, das ist, weil das Force Feedback an ist. Ich weiß, dass ich habe das da noch nicht ausgemacht. Aber wir schauen uns mal die Regeneffekte draußen an. Das sieht, glaube ich, ganz nice aus, ne? Ich gehe nie wieder zu der Farmhaus. Das sieht schon echt gut aus. Wettereffekte, ne? Kann man eigentlich nicht meckern. Nee, mit Bob, echt jetzt mit Bob oder was? Hier, bitte. Ich liebe hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Warum heißt jede Katze hier eigentlich in Mounty? Verstehe ich nicht. Naja, was soll's. Ich war doch gerade, oder? Ich hab doch gerade geguckt. Was ist mit dir? Tut mir leid, ich mach's leiser. Kannst du dich nochmal so nach vorne beugen? Nein, lass mir das. Okay. Ich hasse Winter der Leidenschaft. Meine Frau zwingt mich immer, es zu schauen. Armer Mann. Wird gezwungen, irgendwelche Sendungen zu gucken. Mit seiner Frau auch noch. Was ist das eigentlich hier, wenn es fertig ist? Was bist denn du? Du bist ja echt die Evolutionsbremse des Jahrhunderts, wa? Das hättest du auch in Deutschland haben können. Easy. Das schaffe ich noch. Ja, genau. Achso, nee, hat sogar noch gepasst. Easy. Junge, Junge. Da war schon die Gewittern hier, wa? Gewitter. So, guten Tag. Können wir ein bisschen die Aussicht genießen hier, ne? Komm gleich wieder. Oh, ist schon vorbei, oder was? Nee. Ist noch nicht manchmal die Endstation, ne? Ich gern spazieren und sehe mir die Kühe und Schafe auf den Bauernhöfen an. Ich komme nicht mehr weg. Ich komme nicht raus. Mach jetzt. Ja, schöne Villa, ne? Was ein schönes Häuschen hier. Junge, Junge, das ist eine kleine Bonsengegend hier. Bleib doch nicht stehen, was ist denn mit dir? Ja, eindeutig Bonsengegend. Ja, genau, und das ist dieses Fahrzeug hier, sowas kommt als Lego raus. Genau so einer. So ein Pickup. Wo sind wir gerade eigentlich? Bei Eclipse Bay. Okay, ja gut, das ist Bonsengegend. Safe. Safe, safe, safe. Ja, so ein Herbsttruck irgendwie ist das, keine Ahnung. Kostet aber, ich glaube, 120, 130 Euro sind das bestimmt wieder. Natürlich, ist ja auch Lego, klar. Für 120 Euro kriegst du bei Blue Bricks einfach mal eine ganze Domkirche mit 4000 Teilen.
Ich finde es halt 130 Euro für ein Set, was keine Lizenz hat, finde ich schon echt hart. Das ist halt schon, naja. Ich hab den Blinker schon wieder an. Nein! Nein! Guck mal, die kennen das in Amerika hier. Die kennen das einfach. Dass er in der Mitte einfach mal ein Bus rückwärts fährt, das ist für die ganz normal. Scheinbar. Die fahren einfach vorbei und denken sich, ach, so einer wieder. Geil. Wer ist heute nicht nach Arbeiten? Ja. Fast gesagt, kenne ich, aber... Hat man das gerade gehört? Das war Pan. Das könnte sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann das ganz schwer zuordnen. Mir kommen einige Stimmen dann immer bekannt vor, aber ob das jetzt Pan gewesen ist, ich weiß es. War das Pan? Ich weiß es nicht. Also auch ein Schiedwetter hier, wa? Moin! Wow, perfekt geparkt. QI1609, hi. Dankeschön. Hi. Moin, Dankeschön für deine 4 Monate. Und Aris Blade, Dankeschön für 14 Monate. Lukas Hoch 2, Dankeschön für 26 Monate. Freudern23, Dankeschön für deinen neuen Prime Sub. Herzlich willkommen. Hahani, Dankeschön für 5 Monate. Shelly XY, Dankeschön für 6 Monate. Und Sveneta, Dankeschön auch an dich für deine 4 Monate. Dankeschön. Okay, easy. Easy. Bum, 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 bum. Sea View. Na, gucken wir mal, ob wir wirklich Sea View haben. Scheiß Blinker. Oh, hier ist aber echt schön, ne? Das ist hübsch hier. Geil. Das ist wirklich Seaview hier, ne? Hier würde ich den ganzen Tag Bus fahren. Hier würde ich den ganzen Tag würde ich hier fahren. Schön hier am Arsch der Welt, ne? Schön am Wasser, geil. Ich glaube, wir sind in der Matrix. Ist das ein Aussie gewesen? Raus. Raus aus meinem Bus! Ich würde so gerne Fanfiction zu Spring of Affection schreiben. Die Charaktere sind so interessant. Ah. Nein, war nur ein Spaß, ne? Alles gut. Aber raus jetzt. Raus. Wow, das passt genau. Ja. Der Bus ist so praktisch. Gestern bin ich auf ein Käffchen zu meiner Freundin gefahren. Sie hatte auch Kuchen gebacken. Der war köstlich, sag ich Ihnen. Margarete meinte, man muss einfach die Schokolade temperieren. Aber ich habe in meinem Leben genug Kuchen gebacken. Ich weiß, dass die Frische der Eier entscheidend ist. Je frischer die Eier, desto besser der Kuchen. Der perfekte Kuchen ist fluffig wie eine Wolke. Hören Sie mir überhaupt zu? Ja, klar. Es geht um Klimawandel, Wolken. Es geht um Wolken. Ne?
Dann fahre ich jetzt vor, wenn's Wasser jetzt rein. Oh, wie cool! Was ist das denn? Es gibt nichts über eine schöne Tasse Tee am Boden. Heute gab es Kaffee. Okay, super eng hier. Ich spreche gern mit meinen Enkeln über ihre Videospiele. Da fühle ich mich wieder jung. Das hat sie gemeint. Aber es tut mir leid, ne? Ich muss hier jetzt mal kurz. Aufgefallen, dass ich jetzt hier einen Stau verursache. Ich muss hier mal kurz raus, ne? Das geht nicht anders. Also zumindest muss ich mir das noch mal angucken hier. Ist ja wirklich wunderschön. Ach, geil, guck mal. Ey, also ganz ehrlich, für einen Simulator muss ich wirklich sagen, ist das wirklich hammergeil. Dafür, dass das wirklich einfach... Ich meine, überleg mal, wie Simulatoren vorher so waren, ne? Das ist schon echt cool, muss ich sagen. Das gefällt mir echt gut. Gefällt mir wirklich gut. Dass du auch mal was hast, wo du aussteigen kannst und kannst mal ein bisschen was erkunden oder so, ne? Das ist schon eine Nummer, muss ich sagen. Mal kurz gucken, welcher Knopf war das? Dieser hier. War da eine Ziege? Ja, oh, Goat Simulator, das kann sein. Wie cool. Als ich jünger war, bin ich oft zum Planetarium gelaufen. Schön, dass du zum Planetarium gelaufen bist, Omi. Das ist echt schön. Magst du jetzt nicht aussteigen? Guck mal, hier ist ein Café, hier gibt's Kuchen. Oh komm, ich kann mal wieder kontrollieren, wa? Was haben wir denn hier so Schönes? Guten Tag. Hier ist die Fahrkarte. Oh. Und hier was? Ist ein Foto meiner so. Katze. Sie na klar. Und sie. Moment. Hier. Wo hab ich denn... Klar. Ah, hier, bitte. Hier ist sie. Na klar, hier, bitte. Easy. So. Weiter geht das. Wir haben eh genug Zeit. Wir können uns hier in Ruhe umgucken, ne? Wir können uns doch hier in Ruhe umgucken, nicht wahr? So. Boah, das Lenkrad ist am Wackeln, ne? Das seht ihr wahrscheinlich auch gerade an der Kamera. Keine Ahnung. Könnte sein, dass es ein bisschen wackelt gerade. Morgen findet ein großes Meeting über die Zukunft unseres Unternehmens statt. Ich hoffe, es geht gut aus. Wie gesagt, könnte sein, dass die Kamera gerade ein bisschen wackelt, aber das ist extra, das ist Effekte. Glaubst du, dass Hans in der letzten Folge wirklich gestorben ist? Schön, das Geräusch von Wasser, ne? Toll. Achtung, Trembels. Oh, du lässt mich fahren. Das ist aber nett von dir. So, jetzt bleibe ich direkt vor deiner Nase stehen. Ich brauche eine Fahrkarte. Hallo. Schwarzfahrerin. Safe. Die hat kein Ticket, da gehen wir gleich gucken. So nicht. Lass mich nicht verarschen. Habt ihr gesehen, wie schnell die weggegangen ist? Hat gar nicht so hingeguckt. Hallo! Safe hat die kein Ticket. Danke. Ja. Früher habe ich auch das Auto genommen. Aber nicht selbst fahren zu müssen, ist der wahre Luxus.
Hier ist die Fahrkarte. Oh. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Oh, Augenblick. Na ja, gut. Hier, bitte. Haben wir Glück gehabt. Nur Glück gehabt. Na, Erkundungstour gehen gibt es so viel zu entdecken, auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch noch jede Menge Zeit. Ne? Das Game ist ja dann auch bald im Release. 7. September, das ist ja nicht mehr allzu lange. Und wir werden auf jeden Fall ein bisschen was erkunden, ganz klar. Und ich möchte jedes Sammelobjekt finden, das es gibt. Ist einfach, wie pünktlich die Busse sind. Ist aber nur bei meinem so. Ich will ja keinen unter Generalverdacht stellen, ne, aber... Naja. Ich weiß ja nicht. Sich nicht vorher entscheiden kann, ob sie raus wird oder nicht, ne? Stehe ich nicht. Muss unentschlossen sein. Ich war neulich mit meiner Familie zelten. Ein guter Freund von mir, Josh Graham, kennen Sie ihn zufällig? Hat uns ein schönes Fleckchen in Coyote Bush empfohlen. Was für ein Wochenende. Wir saßen am Lagerfeuer, erzählten uns Geschichten. Meine Tochter kann das inzwischen auch schon. Sie wollte die ganze Nacht wach bleiben und Geschichten erzählen. Aber wir wollten doch am nächsten Morgen früh raus und wandern gehen. Also habe ich gesagt, mach doch nur für eine Sekunde mal die Augen zu. Und schon war sie eingeschlafen. Als ich am nächsten Morgen aus dem Zelt kam, war sie schon längst putzmunter. Kinder, die haben so viel Energie. Haben Sie Kinder? Muss ich jetzt an Family Guy denken, ne? Kennt ihr die Szene von dem einen, der, muss ich raus. Was war das denn? Move, bitch! Get out of the way! Get out of the way! Es kann ich einfach komplett der Bus. Alter! Der rastet einfach direkt aus. Alter Vater, ey. Ja, was ich eigentlich sagen wollte von dem, von Family Guy, gibt's doch hier dieses, mit, auch mit den Kindern. Ah, ich kenne Kinder, ich liebe Kinder, hier sind Kinder von, Bilder von meinen Kindern. Bis er blutet auf den Kopf gehauen, die Bilder. Und ich muss hier runter. Ist aber trotzdem cool, ne? Hier auch jetzt, dieses Panorama und so, das sieht schon geil aus. So ein bisschen, ganz kleines bisschen GTA 4 Vibes habe ich gerade, aber nur ein bisschen halt nur, ne? Ist halt kein, ist halt nicht zu vergleichen, aber... Aber trotzdem, sieht schon sehr, sehr nice aus. Meine Tochter hat mich gefragt, was ich an Seelöwen am meisten mag. Den Fischschwanz, den Löwenkopf oder die Pfoten. Sie stellt sie sich wie Meerjungfrauen vor. Süß. Hä? Ach, da wollte keiner raus, oder was? Ich habe die Haltestelle gerade nicht gesehen. Ehrlich gesagt. Wo war denn deine Haltestelle? Hab's nicht gesehen. Habt ihr die gesehen? Ah, wollte ja auch keiner raus, ne? Und ob da jetzt jemand rein wollte, ja mein Gott, da kann ich halt auch nichts für. Ich
Yo, easy, du fahr einfach, das ist kein Problem. Ich muss aber darüber. Hier rüber. Hui. Sollen sie halt eine Stunde warten, richtig. Das ist auch gut für die Abwehrkräfte, wenn man mal ein bisschen im Regen stehen gelassen wird, ne? Da brauchen sie sich jetzt gar nicht beschweren. Vorher hatten sie nämlich hier gar keine Busse, ne? Wie soll ich mich auf meine Arbeit konzentrieren, wenn ich nicht weiß, was Consuela meinte, als sie zu Bob gesagt hat? Wir brauchen mehr Zitrusreiniger. Klar doch, kein Problem. Ich hoffe, sie hatten alle ein Ticket. Ansonsten werdet ihr alle tierischen Dünnschiss zu Hause kriegen. Schläft hier eigentlich noch jemand? Warte mal, es könnte sein, dass hier noch jemand pennt. Ne, hier pennt keiner. Die, da lassen die auch keinen Müll, ne? Kein Müll. Finde ich gut. Sehr vorbildlich. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier raus. Wer kommt gleich und übernimmt das Ding, ne? Oh, hallo Chef. Willst du die Fahrkarte kontrollieren? Okay, ich kümmere mich drum. Das war so gut. Oh. Finger gehabt, ey. Oh. Junge, Junge. So. Wie viele Busse haben wir da drin eigentlich mittlerweile? Warte mal, mach mal auf jetzt. Hallo? Hallo? Frechheit. Okay, pass auf. Wir holen uns nochmal. Ich hätte nochmal Bock auf einen Gelenkbus. Ich würde gerne nochmal Gelenkbus fahren. Aber es sind schon 4 Busse mittlerweile, ne? Krass. Ja, 4 Routen, 4 Busse, das passt. Warte mal. Einmal hier und dann einmal zum Busverkaufsgeschäft. Oh, war das gut, ey. Schön. Dafür liebe ich solche Spiele, echt. Capacity. Okay, komm, Capacity. Let's go. Capacity, wo ist das Ding? Ich wollte eigentlich nochmal den teuersten fahren, aber ich glaube. Ja, komm, machen wir den Capacity. Easy. Capacity, Capacity. Der fährt bei uns tatsächlich auch ab und zu immer noch rum, ne? Hier Capacity, der. Capacity, genau. Hier Testfahrt einmal. Bitte halt, steigern. Genau, der fährt bei uns tatsächlich noch sehr häufig rum. Genau der gleiche. Genau mit den Sitzen und mit den Stangen und alles genau das gleiche. Könntest du dir mal ein bisschen die Werbung angucken? 24 Stunden. Spring of Affection. Okay. Change your thoughts and change your world. Norman Vincent Peale. The Triple Decker. Oh. Healthy Burgers. Geil.